Die Mutti. Normalerweise ein sehr liebevoller Begriff für die eigene Mutter. Wer hat den mal verpasst bekommen? Frau Merkel hat den mal verpasst bekommen. Mutti. Hat sie irgendetwas gemacht, was mütterlich einzustufen ist? Mir fällt nichts ein. Sie hat ja auch selber keine Kinder. Vielleicht hat sie deswegen irgendwelche Defizite, die sie versucht ausgleichen zu müssen. Also, diesen Begriff Mutti zu verwenden für Frau Merkel, das ist wirklich schwärzester Sarkasmus. Das habe ich nicht immer so gesehen. Ich habe zwischendurch tatsächlich gedacht, sie kümmert sich um ihre Schäfchen. Aber dem ist nicht so. Sie ist keine Mutti. Sie macht da irgendeinen Dreck, den kein Schwein versteht, der wahnsinnig viel Geld kostet, bei dem nichts herauskommt. Am Ende werden wir alle arm sein oder tot. Und insbesondere dieser Corona-Blödsinn ist so ziemlich das Letzte, was sie jemals angestellt hat. Und dann ist jetzt in Kürze Tag der Demokratie und da hat sie eine Rede gehalten, wo man jetzt heute eigentlich nur noch lachen muss bei all dem, was zwischenzeitlich passiert ist zum Thema Corona. Wann kümmert sich diese Frau wieder um die Bevölkerung? Wann sorgt sie dafür, dass wir tatsächlich wieder in einem demokratischen Land leben? Wann sorgt sie dafür, dass hier dieser Notstand aufgehoben wird? Aber es regiert sich ja so viel leichter. Ne? Also Tantchen, es wird wahrscheinlich viel besser passen. Tantchen Merkel, hör auf mit dem Kack. Es ist unerträglich. Du verblödest mindestens 80% der Bevölkerung, machst sie zu Kaspern, sorgst dafür, dass ich als Nachbar meinen Nachbarn nicht mehr wiedererkenne, dass ich denke, mit diesen Zombies kann ich in Zukunft gar nichts mehr anfangen. Ich kann, weil die vor lauter Angst einfach eingehen, wie die Primeln, nichts mehr mit dir machen. Ich kann ihnen nicht mal mehr guten Tag sagen, die laufen weg im Flur, weil sie Schiss haben. Die ziehen sich irgendwelche Plastiktüten über den Kopf und ersticken. Ja, Tantchen, Merkel, so sieht's aus. Du hast die Welt und zumindest Deutschland. Naja, eigentlich beides, weil wir sind ja immer Vorbild, ne? Was Deutschland macht, macht der Rest der Welt dann ja auch. Deswegen denke ich, werden wir dir deinen Thron unter deinem Hintern wegziehen, indem wir einfach sagen, geh, lass ihn da stehen. Wir müssen was überlegen, wer uns wie in Zukunft regiert. Aber das, was da gerade zusammen regiert wird, ist keine Regierung. Das ist eine Schreckensherrschaft. Das ist ein Terrorregime. Das ist eine Diktatur. Das ist lauter Blödsinn, der aneinandergereihten noch mehr Blödsinn ergibt, der überhaupt gar kein Ziel hat, was in irgendeiner Form zu dem führen könnte, was man Zukunft nennen darf. Das hier ist No Future. Das ist Punk. Das ist das, womit ich mal angefangen habe in meiner Jugend. Und ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt irgendwann mal in Ruhe meine Rente genießen. Aber das sieht ja irgendwie danach aus, als ob ich jetzt nochmal richtig auflebe und mal hier den Punk spiele, damit Merkelchen, Tantchen, wer auch immer, mal merkt, das hier geht so nicht. Das wollen wir nicht. Und da müssen alle mitmachen. Wir müssen alle anpacken. Wir müssen alle sagen, hey Rüdiger, du hast recht. Ja, du hast absolut recht. So geht das nicht. Geh weg, Merkel. Hau ab, Tantchen. Hau ab.